gerade auf einer Geschäftsreise und bin jetzt extrem müde. Hello, I'm finally back from a business trip and now I'm extremely tired. Aber es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. But it's always nice to come back home. Ich freue mich schon auf eine Tasse Kaffee in einer entspannten und ruhigen Atmosphäre. I'm looking forward to a cup of coffee in a relaxed and quiet atmosphere. Wir dachten, dass du erst morgen zurückkommst. Nein, ich habe gesagt, ich komme am Samstag zurück. Und welcher Tag ist heute? Mäh. Freitag? Mäh. Samstag? Mäh. Also räumt bitte auf. Auch du, Julia. Mäh. Glaube ich doch nicht. René, Julia, Romeo, warum liegen all diese Sachen hier herum? Das kann doch nicht wahr sein. Aufräumen! Julia, aufräumen, habe ich gesagt. Entschuldigt bitte, es ist eine Katastrophe mit meinen Mitbewohnern. Ordnung muss sein. Aber ich schlage vor, wir benutzen diese Gelegenheit gleich, um ein paar neue Vokabeln zu lernen. Was muss man im Haushalt alles machen? Die Wäsche waschen. Die Wäsche waschen. Hemden bügeln. Die Hemden bügeln. Das Geschirr abwaschen. Das Geschirr abwaschen. Die Wäsche aufhängen. Die Wäsche aufhängen. Das Geschirr abtrocknen. Das Geschirr abtrocknen. Den Herd putzen. Den Herd putzen. Die Regale abstauben. Die Regale abstauben. Staubsaugen. Staubsaugen. Den Boden aufwischen. Den Boden aufwischen. Den Spiegel putzen. Den Spiegel putzen. Das WC reinigen. Das WC reinigen. Den Mistkübel ausleeren. Den Mistkübel ausleeren. Die Fenster putzen. Die Fenster putzen. Und während die drei noch weiter aufräumen, üben wir gleich ein paar Sätze. Sätze. Wo ist der Staubsauger? Ich muss noch staubsaugen. Wo ist der Staubsauger? Ich muss noch staubsaugen.
Die Fenster sind sehr schmutzig. Kannst du sie heute noch putzen? Die Fenster sind sehr schmutzig. Kannst du sie heute noch putzen? Du solltest das Geschirr gleich nach dem Essen abwaschen. Du solltest das Geschirr gleich nach dem Essen abwaschen. Meine Freundin trocknet nie das Geschirr ab. Meine Freundin trocknet nie das Geschirr ab. Wo ist die Klobürste? Ich muss das Klo putzen. Wo ist die Klobürste? Ich muss das Klo putzen. Kannst du bitte die Regale abstauben? Sie sind extrem staubig. Kannst du bitte die Regale abstauben? Sie sind extrem staubig. Ich werde mein Gewand nächste Woche wegräumen. Ich werde mein Gewand nächste Woche wegräumen. Wir sollten den Boden aufwischen. Er ist schon ziemlich dreckig. Wir sollten den Boden aufwischen. Er ist schon ziemlich dreckig. Warum wollt ihr die Wäsche nicht waschen? Warum wollt ihr die Wäsche nicht waschen? Bügeln ist langweilig. Ich habe heute keine Lust dazu. Bügeln ist langweilig. Ich habe heute keine Lust dazu. Bei uns in Österreich helfen auch Männer im Haushalt mit. Wenn beide Partner arbeiten, dann ist es nur logisch, dass man sich auch die Hausarbeiten teilt. Wenn man die unangenehmen Dinge gemeinsam erledigt, dann hat man auch mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens. Romeo, was ist denn jetzt schon wieder? Was heißt, der Staubsauger ist kaputt? Entschuldigung. Frag René, ob er ihn reparieren kann. Und wir üben jetzt noch ein paar Sätze. Sätze. Der Abfluss ist kaputt. Ich muss heute noch den Installateur anrufen. Der Abfluss ist kaputt. Ich muss heute noch den Installateur anrufen. Es gibt keinen Strom. Ich werde einen Termin mit dem Elektriker vereinbaren. Es gibt keinen Strom. Ich werde einen Termin mit dem Elektriker vereinbaren. Oje, im Bad ist eine Fliese kaputt. Kannst du den Fliesenleger anrufen? Oje, im Bad ist eine Fliese kaputt. Kannst du den Fliesenleger anrufen? Schau mal, die Mauer ist feucht. Der Maurer kommt morgen um 11 Uhr. Schau mal, die Mauer ist feucht. Der Maurer kommt morgen um 11 Uhr. Die Farbe ist schon ziemlich matt. Ich werde nächste Woche den Maler anrufen. Die Farbe ist schon ziemlich matt. Ich werde nächste Woche den Maler anrufen. Kennst du einen guten und verlässlichen Tischler? Kennst du einen guten und verlässlichen Tischler? Ach ja, ich habe euch ja ein bisschen Grammatik versprochen. Grammatik. Ich möchte euch kurz ein paar Beispiele für den Imperativ, also die Befehlsform, geben. Hier unterscheiden wir zwischen du, sie und ihr. Ein Beispiel. Zu jemandem kommen. Komm zu mir. Komm zu mir. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Wenn man höflich sein will, sagt man natürlich bitte. Komm bitte zu mir. Komm bitte zu mir. Kommen Sie bitte zu mir. Kommen Sie bitte zu mir. Kommt bitte zu mir. Kommt bitte zu mir.
Noch ein paar Beispiele. Weggehen. Geh weg. Geh weg. Gehen Sie bitte weg. Gehen Sie bitte weg. Geht weg. Geht weg. Jemandem den Schlüssel geben. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Geben Sie mir bitte den Schlüssel. Geben Sie mir bitte den Schlüssel. Gebt mir den Schlüssel. Gebt mir den Schlüssel. Das Fenster öffnen. Öffne das Fenster. Öffne das Fenster. Öffnen Sie bitte das Fenster. Öffnen Sie bitte das Fenster. Öffnet das Fenster. Öffnet das Fenster. Die Türe schließen. Schließ die Türe. Schließ die Türe. Schließen Sie bitte die Türe. Schließen Sie bitte die Türe. Schließt die Türe. Schließt die Türe. Einen Arzt rufen. Ruf einen Arzt. Ruf einen Arzt. Rufen Sie bitte einen Arzt. Rufen Sie bitte einen Arzt. Ruft einen Arzt. Ruft einen Arzt. Jemanden in Ruhe lassen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Leise sprechen. Sprich bitte leise. Sprich bitte leise. Sprechen Sie bitte leise. Sprechen Sie bitte leise. Sprecht leise. Sprecht leise. Platz nehmen. Nimm Platz. Nimm Platz. Nehmen Sie bitte Platz. Nehmen Sie bitte Platz. Nehmt Platz. Nehmt Platz. Etwas nicht trinken. Trink das nicht. Trink das nicht. Trinken Sie das bitte nicht. Trinken Sie das bitte nicht. Trinkt das nicht. Trinkt das nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja gut, ich helfe euch ausnahmsweise. Aber wenn ich zurückkomme, ist das hier alles aufgeräumt. Verstanden? Ja, ich helfe Ihnen. René, ich trage die Flaschen zur Recyclingtonne. Na, dann trag nur, trag nur. Und auf dem Weg zu den Mülltonnen lernen wir noch kurz ein paar neue Vokabeln. Vokabel. Die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr. Die Mülltonne. Die Mülltonne. Der Schmutz. Der Schmutz. Der Gehsteig. Der Gehsteig. Der Hausmüll. Der Hausmüll. Der Container. Der Container. Die Mülltrennung. Die Mülltrennung. Der Mistkübel. Der Mülleimer. Der Mistkübel. Der Mülleimer.
Damit auch Wien sauber bleibt, gibt es die Männer von der Müllabfuhr. In Wien heißen diese Mistkübelfahrer. Sie sorgen dafür, dass kein Schmutz auf den Straßen liegt und die Gehsteige sauber bleiben. Die freundlichen Männer und Frauen von der Stadtverwaltung MA 48 holen den Hausmüll pünktlich jeden Mittwoch ab. Am Montag werden die Papiercontainer entleert. Mülltrennung ist wichtig, da nur so Glas, Plastik und Papier wiederverwertet werden kann. So, die bunten Flaschen kommen hier hinein und die weißen hier. Fertig! Bevor ich nach Hause gehe, erzähle ich euch aber noch ein bisschen etwas über die Wiener Müllabfuhr. Im 16. Jahrhundert wurde der Hausmüll entweder gleich aus dem Fenster geworfen oder aber an öffentlichen Plätzen ausgeleert. Etwa 100 Jahre später hatte sich der Beruf des Mistbauern entwickelt, der für den Abtransport des Hausmülls zuständig war. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Wien offene Pferdewegen, die man ein- bis zweimal pro Woche mit Müll beladen konnte. Dennoch war die Geruchsbelästigung enorm und so verwendete man ab 1913 verschließbare Tonnen. Während des Ersten Weltkriegs gerieten diese Behälter aber wieder in Vergessenheit. Was passiert mit dem Hausmüll, wenn er von der MA 48 abgeholt wird? Er gelangt vermutlich auf die Deponie Rautenweg, die größte Reststoffdeponie Österreichs. Es gibt aber auch die hübsche Müllverbrennungsanlage Spittelau, die von dem österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser entworfen wurde. In Wien gibt es ungefähr 20 Mistplätze. Hier kann man alte Waschmaschinen, Tische, Sessel, Elektrogeräte und vieles mehr gratis entsorgen. Das hier ist übrigens ein Sackerl fürs Gackerl, also ein Säckchen für Hundekot. Früher sahen die Gehsteige in Wien ungefähr so aus. Heute sehen die Gehsteige zum Glück so aus. Wenn es möglich ist, sollten wir alle versuchen, Müll gänzlich zu vermeiden. Aber natürlich ist das nicht so einfach. Aber ich verwende zum Beispiel anstelle von Plastikflaschen eine Flasche aus Glas, die ich mit Leitungswasser befülle. Küchenbehälter aus Plastik habe ich gegen Glasbehälter ausgetauscht. Anstelle von Duschgels in Plastikflaschen verwende ich Naturseife. Wenn ich einkaufen gehe, dann verwende ich eine Baumwolltasche. Aber ihr habt bestimmt auch gute Ideen, wie ihr Plastikmüll vermeiden könnt. Das Wertvollste, was wir auf diesem Planeten haben, ist sauberes Wasser und saubere Luft. Darum denkt bitte immer daran, eure Umwelt sauber zu halten. Immer und überall. Ui, zu spät schon? Die Zeit vergeht so schnell. Ich gehe jetzt wieder nach Hause und hoffe, dass Romeo, René und Julia alles aufgeräumt haben. Das schaut ja schon viel besser aus. Wow! Puh, ich bin beeindruckt. Wo sind die beiden? Die waren so müde, dass sie schon schlafen gegangen sind. Oh, wirklich? Ja, aber sie möchten, dass du ihnen aus deinem Buch noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest, okay? Na gut, das mache ich gerne. Apropos Lesen, darf ich jetzt endlich auch mein Käseblatt weiterlesen? Danke.
Oh, ihr wart so brav. Wirklich. Beide. Und weil ihr so brav wart, lese ich euch jetzt die Geschichte vom Müllmonster vor. Vor gar nicht allzu langer Zeit lebte einmal ein Mädchen, das überall seinen Schmutz hinterließ. Es spuckte ihre Kaugummis auf die Straße, ließ Papierreste einfach auf den Gehsteig fallen und machte sich auch nicht die Mühe, Abfälle bis zum nächsten Mistkübel zu tragen, sondern warf diese einfach dort weg, wo es gerade stand. Zu Hause hatte ihre Mutter die größten Probleme, ihr Ordnung beizubringen. Sandra, so hieß das Mädchen, weigerte sich standhaft, ihr Gewand wegzuräumen. Überall in ihrem Zimmer, ich glaube, sie schlafen schon. Übrigens, wenn ihr die Geschichte vom Müllmonster bis zum Ende hören möchtet, könnt ihr die Hör-CD gerne bei mir bestellen. Gute Nacht, schlaft gut.